In der albanischen Hauptstadt Tirana ist es am Dienstag zur schweren Ausschreitung gekommen. Tausende oppositionelle Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und warfen Molotow-Cocktails auf Regierungsgebäude. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, um die Menge zu zerstreuen. Mehr als 1000 Polizisten waren im Einsatz. Vor dem Büro von Ministerpräsident Edi Rama und dem Sitz seiner sozialistischen Partei kam es zu Zusammenstößen, bei denen Demonstranten ein Rama-Plakat mit Molotow-Cocktails in Brand setzten. Die Unruhen weiteten sich auch auf den Bereich vor dem Innenministerium und dem Büro des Bürgermeisters von Tirana aus, der ebenfalls der Regierungspartei angehört. Dort kam es zu weiteren Konfrontationen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Nach Angaben der Polizei wurden 10 Beamte verletzt. Die Demonstranten werfen der regierenden sozialistischen Partei von Ministerpräsident Rama Korruption, Vetternwirtschaft und den Versuch vor, die Opposition zum Schweigen zu bringen. Sie protestieren auch gegen den Hausarrest des Oppositionsführers Sali Berisha, der wegen Korruption während seiner Zeit als Ministerpräsident angeklagt ist. Berisha bestreitet jegliches Fehlverhalten. Die Inhaftierung des Oppositionspolitikers gilt als politisch motiviert.